hätte der Onkel jemals seinen Anteil. Mein Anteil $137. Auch nicht schlecht. Das war eine nette Mission. So, Maske wieder ablegen. Zack. Und wieder zurück. Das ging reibungsloser als erwartet. Wir müssen jetzt nur eben diese $50. Aber gut, das hat uns im Prinzip $100 eingebracht. Rechnen wir die $50 ab, die wir an Kopfgeldern in Rhodes dann bezahlen müssen. Wegen dem Überfall. Aber ansonsten fand ich das jetzt nicht so schlecht. Hier haben wir noch Mary. Ach ja, stimmt, wir mit Mary. Dann können wir auch gleich da unser Kopfgeld bezahlen. Ne? Das ist, glaube ich, keine so schlechte Idee. Und dann müssen wir gucken, ob wir mit Uncle eventuell noch das Vieh stehlen können. Aber $50... $50 Lobgold? Lobgold? Kopfgeld. Kopfgeld, das wollte sie wahrscheinlich schreiben. Und zum Hehler, genau. $50 Kopfgeld, ja, muss man dann mal so hinnehmen. Ne? Das waren ja auch, wobei man dazu sagen muss, das waren, glaube ich, $30 von dem Kutschenüberfall, den wir gemacht haben. Und da haben wir auch, glaube ich, mehr verdient als die $30. Ich habe hier immer Angst in diesem Sumpfgebiet, wenn hier Leute rumreiten. Wir haben also alles in allem deutlich mehr Geld gemacht, als wir Geld verloren haben. Das kann man schon so sagen. Dafür hat es sich gelohnt. Dafür hat es sich definitiv gelohnt. So, hat denn der Hehler hier auch auf? Beziehungsweise lohnt es sich, dahin zu gehen? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist der Hehler. Der hat geschlossen gerade. Aber vielleicht hat er ja offen, bis wir dann da sind. Und wenn nicht, dann würde ich... Dann, pass auf, wir machen das so. Erstmal zur Postmeisterei unser Kopfgeld bezahlen. Bis dahin müsste es schon ein bisschen heller geworden sein. Dann von da aus in Richtung Waffenschmiede. Da würde ich mal unsere ganzen Waffen reparieren lassen. Und dann von da aus zum Hehler. Und von da aus dann zu Mary. Wie hier. Hier ist auch Kopfgeld. Dann sollte ich hier wahrscheinlich keinem Polizisten über den Weg laufen. Das scheint mir dann eine eher schlechte Idee zu sein. Na, gucken wir mal, ob die nachts vielleicht auch einfach Pause machen. Wobei ich... Nachts ist doch eigentlich die Zeit, wo die Polizei am ehesten unterwegs sein sollte. Ich hoffe, wir sehen das da unten dann auch. Hier sind auch Ställe. Also Ställe. Ich glaube, in den Ställen sollten wir uns auch nochmal umgucken, wegen einem neuen Pferdchen vielleicht. Nur vielleicht. Ich glaube, es gibt kein schnelleres Pferd als Mary, aber zumindest wahrscheinlich andere Pferde, die auch mal ein bisschen anders aussehen und ein bisschen andere Qualitäten mitbringen. Ich wollte mein Kopfgeld bezahlen, mein Guter. Ich wollte mein Kopfgeld bezahlen. Und schon sind wir wieder straffrei. So geht das. Wieder in das ekelhafte Saint-Denis. Ja, Saint-Denis ist wirklich nicht der Place to be oder nicht die Stadt meiner Wahl, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich eine Möglichkeit hätte, mich irgendwo niederzulassen, dann wäre es definitiv nicht Saint-Denis. Das muss ich so deutlich sagen, weil die Stadt ist einfach nur dreckig. Sie ist einfach nur dreckig. Wieder nur auf Stress aus, die Leute hier. Das Yard Dragon Restaurant. Da hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Da hätte ich jetzt richtig Lust drauf. So richtig schön chinesisch essen gehen mit All-You-Can-Eat-Buffet. Da wäre ich dabei. So, ich lasse mein Pferd. Hu Chao and Co. Ist das der Waffenladen? Welcome, sir. Come in and have a browse. Das ist der Büchsenmacher. All those men at the cemetery, I hope it was not with guns that I sold. Mal gerade ganz kurz lauschen.
Na gut, das ist der Büchsenmacher, Tatsache. Dann würde ich gerne mal eine meiner Waffen hier, die wir gerade dabei haben, reinigen, weil die sehen mittlerweile wieder übel aus. Übelst sogar. Munitionstechnisch sind wir, glaube ich, noch auf einem guten Level. Ich mache trotzdem alles wieder voll. Von 400. Sehr schön. Dann unsere abgesägte Flinte, die wir auch jetzt schon ein paar Mal benutzt haben, wenn wir ehrlich sind. Immerhin. Schwupp. Und das nächste wäre dann... Wo ist es? Ach Mann, das gibt's doch nicht. Ich muss das hier mit steuern? Na. So. Jagdmesser, abgesägte Flinte. Das Lancaster Repetiergewehr. Das bitte einmal reinigen und die Munition dafür auch wieder auffüllen. Sehr schön. Und natürlich unser Bolt... Nee, das Bolt Action war es nicht. Es war das Rolling Block Gewehr. Ist noch gereinigt, sehr schön. Und munitionstechnisch auch wieder einwandfrei. Sehr gut. Das Messer muss man ja nicht... Das Messer kann man nur mit Dekorationen versehen. Sehr schön. Sollen wir vielleicht nochmal gerade kurz in sein Inventar gucken. Durch seinen Katalog durchblättern und mal gucken, was er so zu verkaufen hat. Ich wäre nach Strawberry, wenn ich dort wohnen würde. Ja, Strawberry scheint mir eine sehr schöne Stadt für sowas zu sein. Also zum Wohnen, zum Leben. Ich kann es noch nicht so genau festmachen, wo ich hier wohnen würde. Wahrscheinlich ein bisschen abseits. Der Le Mat Revolver, den würde ich gerne haben. Da bin ich ehrlich. Aber den können wir noch nicht kaufen. Der ist gesperrt. Double Action. Schofield Revolver. Ich glaube, wir haben aktuell den Double Action, oder? Oh! Oh, die Pistolen. Halbautomatische Pistole. Sollen wir vielleicht mal so eine Pistole ins Auge fassen? Ja, ich glaube, ich werde zwischen den Folgen mal ein bisschen mich mit den Waffen näher auseinandersetzen. Und werde da mal einen ganz genauen Blick drauf werfen, welche von denen jetzt eigentlich die... Oh, guck mal, hier auch. Carcano-Gewehr. Aber auch noch gesperrt, schade. Ich werde mich mal ein bisschen damit auseinandersetzen, welche davon nun die sinnvollste ist. Eine halbautomatische Flinte. Dass wir einfach... M1899 ist scheiße schön in der Hand. Das glaube ich, weil das auch der erste, ja mit, die erste richtige Pistole war in dem Sinne. $262, huiuiuiui. Schadenreichweite, Genauigkeit besser, Schadennachladezeit besser, Feuerrate ein bisschen niedriger, aber ansonsten Reichweite gleich, Schaden auch etwa gleich. $200, sollen wir $200 mal dafür ausgeben? Komm, wir geben mal $200 aus. Und guck mal, was wir noch dran machen können. Der Griff zum Beispiel. Ebenholzgriff, Perlmuttgriff. Komm, wir machen das mal so. So. Der Lauf. Natürlich ein langer Lauf. Damit können wir noch ein bisschen die Genauigkeit verbessern. Der Drall. Natürlich mit Drall. Reichweite nochmal verbessert. Und das Visier. Verbessertes Visier. Dann haben wir nämlich auch nochmal ein bisschen mehr Genauigkeit mit dazu. Schwupp. So. Dekorationen. Was können wir denn für Metalle nehmen? Ach, guck mal, wir können sogar eine schwarze, eine goldene Pistole. Das wäre natürlich ein bisschen übertrieben für den Arthur, aber... Andererseits, Messing, Silber, Gold. Geschwärzter Stahl, brünierter Stahl. Gebläuter Stahl. Platin. Dann nehmen wir doch Platin. Nickel, gebläuter Stahl. Silber könnte man nehmen. Silber wäre... Silber, es sieht, glaube ich, ganz schick aus. Sieht auf jeden Fall besser aus als die... Im Hinterzimmer nicht vergessen nachzuschauen. Ich kenne das auch noch nicht. Okay, wir schauen da gleich mal rein. Mit unserer neuen Waffe, die wir hier vorne gekauft haben. Nickel... Ich glaube, wir nehmen mal Silber, oder? Mach mal das Blau. Das Blau könnte auch ganz hübsch aussehen. Ich mache das einfach mal. Der Korpus... Auch blau. In Gold ist halt echt... Ich bin doch noch nicht alleine. Gold ist halt echt übel, ne? Gold ist...
Aber das Blau sieht ganz schick aus, ehrlich gesagt. Blau-Silber. Goldener Abzug. Der goldene Abzug. Ich lasse es mal gerade so. Das hat so ein bisschen was Martialisches. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt ganz gut zu unserem Arthur. Oh, die Komplettgravuren. Hohoho. Viktorianisch. Eine Jugendstil Barock. Wir machen es viktorianisch. Machen das nicht ganz so extrem. In Silber, oder? Oder in Eisen, in Nickel, in Eisen. Alles in einer Farbe, ja. Die Intarsien. Können sie auch schwarz machen. Das hier wäre mir ein bisschen zu grell. Ich glaube Eisen passt. Ich glaube Eisen als Metallintarsien sieht ganz gut aus. Mach das mal so. Der Lauf viktorianisch. Ja, der Korpus auch viktorianisch. Das sieht, Schnitzereien für den Griff. Ein Puma, ein Hirsch, Adler, Hirschbock, Klapperschlange. Klapperschlange? Die Klapperschlange? Soll man die Klapperschlange nehmen? Das wäre voll der Panther. Genau, wir nehmen den hier. Komm, es ist zwar ein Puma, aber wir nehmen den hier. Wir müssen das nehmen. Es geht nicht anders. Jetzt können wir die Munition aufstocken für die Pistole. So. Haben wir mal ein bisschen Geld ausgegeben. Sollen wir mal gucken, der Griff. Ob wir da nicht doch jetzt lieber so ein... Sollen wir da nicht lieber so ein Perlmutt statt Ebenholz nehmen? Oder natürliches Holz. Ich weiß es nicht. Perlmutt. Hätte natürlich noch was. Wow. Das wäre dann so eine Dandy-Waffe. Die dürfen wir niemals verlieren. Das glaubt uns doch kein Mensch, dass wir so eine Waffe tragen. Ich tendiere jetzt fast zum Perlmutt-Griff. Weil Ebenholz ist das hier. Und das hier wäre der Perlmutt-Griff. Der natürlich nochmal deutlich edler aussieht. Ne? Der ist... na gut, aber ich glaube, wir lassen... Ich glaube, wir lassen das etwas dunklere Ebenholz. Ich glaube, wir lassen es so. Ich glaube, wir lassen es so. So. Jetzt haben wir alles beisammen dafür, für diese wunderschöne Waffe. Puh, hat uns ein bisschen Geld gekostet, aber wir können ja auch mal. Sieht auch gut aus, was sagst du, Sandra? Wir können ja auch mal ein bisschen Geld ausgeben. So ist es ja nicht. Wir haben so lange kein Geld ausgegeben. Und jetzt. So, das Hinterzimmer. Da muss ich aber ums Haus rum. Sonst kriegen wir, glaube ich, ein Problem. Du trägst jetzt deine gekauften Waffen. Deine bisherige Schusswaffe wurde in die Satteltasche gepackt. Okay, alles klar. Das Hinterzimmer vom... Wie komme ich denn da am besten hin? Hier. Oder muss man da wirklich durch den Waffenladen durch? Was ist denn das hier? Mary hat mir geschrieben, sie will mich wiedersehen. Oh Mary, was sind wir doch für Narren, was bin ich doch für eine Narre. Und das stand an der Wand. Mit einem langen Kuss entziehe ich ihr das Leben und erwarte den Vorposten des herannahenden Tages? Haben wir es hier irgendwie mit Vampiren zu tun oder was ist hier los? Guten Tag, der Herr. Das Hinterzimmer des Waffenhändlers. Vielleicht können wir hier oben irgendwo raufkommen. Ne, ich glaube, wir müssen tatsächlich durch den Waffenhändler durch. Also quasi an ihm vorbei. Aber wenn wir das machen, dann wird er sofort wütend. Und wird sofort sagen, dass... Entschuldigung. Wird sofort sagen, dass wir da nichts zu suchen haben. Deswegen macht mir das gerade ein bisschen Sorgen. Wenn wir das nämlich jetzt machen, dann haben wir hier ein Problem. Dann wird er uns... Hallo? Ey, der hat uns! Der hat uns! Der hat uns beglaubt!
Der hat uns $190 gestohlen. Was ist denn mit den Leuten hier los? Hier wirst du ständig nur angerempelt und überfallen? Du bist Arthur, mach's einfach. Ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Mach's einfach. Und zur Not haben wir ja eine neue Waffe mit dabei, ne? Change your mind on something? Ja, ja, ich muss da hinten mal gerade hin. Hey, you shouldn't be there. Please, don't do that in here. Sorry, pal. This is invitation only. Why are you doing this? Invitation only. Okay, alles klar. Hey, there's nothing for sale back there, sir. Und er kann uns, glaube ich, keine Einladung. Hello, dear. No, you, not in here. Get out of my shop. Aber wie komme ich da jetzt rein? You can't be civil. You get nothing in here. Ich glaube, dafür muss ich den Mann bedrohen, damit er dich da reinbringt. Genau. Ich glaube, das ist die. Das ist die Sache. Wo sind meine Waffen? Warum kann ich... Hey, think again. I want to see what you got behind that door back there. Now! Nothing. This is a back terrace where people go relax and just get away from everything. Let's go in and relax then. Go on, move. Open up, it's me! Again. Must be a slow day. You know how it goes. So there you are. Where else would I be? Yes, I was... Hey! What the hell's going on? Hey, there's no need for that. Wow, the security. What the hell's going on back here? Look, nothing. Honest. I'm just paid to guard the place. To guard the back alley? Don't lie to me, you son of a bitch. I just do what I'm told. I don't ask too many questions. All right, you've got 3 seconds before your goddamn corpse. 3, 2. Okay, okay. Take it easy. A little poker game, that's all. Third floor, upstairs. Door, Jesus, please, no, please. I've told you all I know. Na, dann wollen wir uns mal die Taschen voll machen. Müssen wir noch ein Stockwerk höher, ne? Third damn floor. Guten Tag. Schlechte Idee. Oh my God. Dann greif halt nicht nach deiner verdammten Waffe. Don't do anything stupid. It's all right there on the table. There you go. It's all yours. Just stay calm, okay? Meine Damen und Herren, es war mir eine Ehre. Bin ja schon so gut wie weg. Wobei, hier sind vielleicht noch ein paar interessante Sachen mit drin, oder? Wie komme ich hier wieder raus? Hier. Versuchen es mal über die Dächer davon zu machen.
Oben werden die uns bestimmt nicht vermuten. Die laufen dann jetzt nämlich quer durchs Haus. Und dann werden... Aber wieso gesucht Arthur Morgan? Ich bin nicht... Bin nicht zu erkennen. Mit meiner Maske? Ich weiß noch nicht, wie ich von den Dächern jemals wieder runterkommen soll. Ja, hier bin ich jetzt der Assassine. Wie komme ich jetzt hier wieder jemals weg? Wie komme ich jemals wieder von den Dächern runter? Ich glaube, über den Balkon da könnte eine ganz gute Idee sein. Aber das ist das Dach vom Büchsenmacher, wo wir herkommen. Was falsch mit mir ist? Ich werde gesucht, das ist das Problem. Das ist mir zu hoch. Wie komme ich denn jetzt hier? Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter, ich sehe sie. Und ich glaube, bis dahin hat uns auch die Polizei dann schon... Hallo, nutzt die Leiter. Er will die Leiter nicht benutzen. Ups, dann müssen wir eben springen. Bis dahin ist die Ermittlung vorbei. Superheld, absoluter Superheld. Oh, jetzt hat der die... Ach so. Das ist natürlich doof. Ich wollte da eigentlich die... Ich wollte da doch eigentlich die... Die Schrotflinte behalten, aber vielleicht kann ich das nachher am Pferd nochmal umstellen. Na gut, jetzt haben wir da die Pokerrunde überfallen, haben dabei natürlich leider wieder ein bisschen Ruf verloren. Was bin ich nicht? Was ist los? Sorry. I don't know why I find this so entertaining. Wollen die sich auch schon wieder mit uns anlegen? Ist ja furchtbar. Ist ja furchtbar. So. Dann haben wir die auch ausgeraubt. Und noch eine neue Waffe da gekauft. Der arme Besitzer von dem Laden, der wird uns nie wieder da reinlassen, habe ich das Gefühl. Charles Chatterney, der Weg des Künstlers, da haben wir auch noch was offen. Und wir latschen aber erstmal zum Hehler. Denn wir wollten ja unbedingt nochmal beim Hehler vorbeischauen, was der so im Angebot hat. Und wenn wir schon mal hier unterwegs sind, können wir das auch gleich machen. Jetzt haben wir da vorne, glaube ich, die Pistole drin, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ich will move. Ich will wirklich move. Hattest du Kopfgeld? Nein, tatsächlich nicht. Denn zwar stand da gesucht Arthur Morgan, aber anscheinend konnten sie nicht verifizieren, dass ich es wirklich gewesen bin. Und deswegen kein Kopfgeld. Sonst hätte der Polizist da eben auch schon Stress gemacht und hätte gesagt, hey, stehen bleiben. Was ist denn hier passiert? Don't worry, it'll wash off. Like I give a damn. Hello, sir. Anscheinend interessiert es ihn doch nicht sehr. Na gut. Was auch immer und warum auch immer das so der Hehler. Wie komme ich denn hier zum Hehler? Aber da vorne um die Ecke. Ich habe mein Pferd falsch geparkt. Ich blockiere hier den gesamten Verkehr. So, schon besser. Hier ist der Moment, das ist doch der Hehler, der die Sklaven verschifft hat. Wenn ich mich da richtig entsinne. Kaufen. Und herstellen können wir hier auch was. Da muss ich auch mal gucken. Tomahawk. Ja, Machete, Bohnen, Dosenerbsen. Mal gerade kurz. Oh,
ja, stimmt, die Henkersmaske. Da hatten wir ja einige, die Psycho-Maske haben wir ja gekauft. Broschüre für Giftpfeile, Pferdenahrung, Spezial-Pferdearznei für hochexplosive Brandsätze, Achtung, Röhneneune. Explosive Flintengeschosse, Dynamitpfeile. Was hat der denn alles im Angebot? Aber alles richtig teuer auch. Das ist das Problem. Warte mal, was können wir denn noch herstellen bei ihm? Löwenpranken-Amulett. Eine Löwenpranke brauchen wir dafür. Haben wir nicht so eins schon? Du hast genügend Zutaten. Ja, dann her damit. Was macht denn das Löwenpranken-Amulett? Du erhältst dauerhaft 10% mehr Ausdauererfahrung. Ich glaube, wir haben aktuell überhaupt kein Amulett, oder? Das ist ja gut, dass wir hier noch vorbeigekommen sind. Dann können wir das mal herstellen. Haben wir das auch direkt angezogen? Bin mir nicht sicher. Kompendium aktualisiert. Oh ja, immerhin. Flintenbrandschuss ist böse. Dynamitpfeile und auch beides ist super. Ich glaube es auch. Und ich glaube, wir werden hier auch nochmal zurückkommen und die ganzen Dinge kaufen und herstellen. Weil gerade die Dynamitpfeile stelle ich mir als ziemlich böse vor. Also richtig, richtig, richtig böse. Da habe ich die Vermutung, dass die ordentlich reinhauen. So. Jetzt hätten wir hier noch Mary Linden und eben Charles Chatterney. Jetzt ist nur die Frage. Ich würde tatsächlich auch langsam dann zum Ende kommen. Und weil ich jetzt auch merke, ich werde langsam wieder ein bisschen heiser. Ich glaube, mit Charles Chatterney, mit dem würde ich mich noch auseinandersetzen, aber Mary würde ich dann aufs nächste Mal verschieben. Das beides ist super, der Brandflintenschuss ist wie ein Flammenwerfer. Da bin ich jetzt neugierig, Okay, wir müssen das bis zum nächsten... Ich wollte mich ja sowieso mal mit den Waffen auseinandersetzen, dass wir das im besten Fall ein bisschen besser hinbekommen. Das mache ich dann bis zur nächsten Folge auf jeden Fall. Dann auch vielleicht die ganzen Waffen nochmal ein bisschen angepasst. Aber die neue Pistole gefällt mir wirklich gut. Die gefällt mir echt gut. Auch wenn ich natürlich irgendwann, wenn sie verfügbar ist, werde ich irgendwann ohne Zweifel eine Mauser kaufen müssen. Da geht kein Weg dran vorbei. So, der Charles Chatterney. Was möchte er denn wieder von uns? Er ist oben. Wie komme ich denn da hoch? Ich glaube, da über den... Ich glaube, hier über die Leiter. Da ist eine Leiter, genau hier. Moment, ist das nicht die Leiter? Nee, das ist nicht die Leiter. Ich habe auch gerade gesehen, unser Bart wächst schon wieder. Wir müssen dringend mal wieder zum Friseur. Durchsuche die Galerie nach Charles. Falsch. Entschuldigung. Howdy, Partner. Habt ihr vielleicht Charles Chatterney gesehen? Der hier unterwegs sein soll? I just don't like how much time you're spending with the man is all. Just wait until you see his work. It's very progressive. Well, I'm not so very sure how I feel about progression. Paintings or otherwise. Come on. You won't have seen the like of it before. I promise. Maybe that's a good thing. Hold on. Let me compose myself. Ich glaube, der Charles Chatterney, der hat hier das ein oder andere Eisen im Feuer. Und das gefällt, glaube ich, der hohen Gesellschaft hier so überhaupt nicht. Ja, könnte griechisch sein. Or could be Roman. Ach, guck mal, ich glaube, da steht er doch. Look at these idiots. Excuse me, Mr. Chatterney. Couldn't you have painted some drawers on her? Madame, I paint her in her natural state, as she was and will be in paradise. There's nothing natural about that. Clothes are civilization, repression, death. To be naked is to be free, innocent, alive. Like Buddha said, you know, we are all just here to fuck. Well, that explains the decadence of those Hottentots. Hey, you got a picture of my wife here, in her delicates. Henry, oh. Is that your behind? Why would you be showing it to that man? That's my mama.
As nude as the day she was born. Stop looking at my husband's buttocks. Stop looking at my mama. Well, maybe she shouldn't expose herself like that. This is disgusting. A nerve on you. That's it. Oh, come on, Mildred. This is no place for us. Come here. Son of a bitch. You filthy little man. Come on, host. We're leaving. Hey, I'm coming after you, Frenchie. Hey. All right. Okay. Wieso kann ich schon wieder nicht? Alpha, stell dich nicht so an. Ey, gegen zwei ist unfair. Hallo. So, wo ist Charles hin? Well and truly over. Let's get out of here. Come on, I know a place where I can disappear for a few days. Ich habe ja immer gesagt, nur so vom Auftreten her und von der Art her, ich mag ihn einfach. Er hat die Grundsätze des Lebens verstanden. Dass er damit anderen natürlich auch oft auf die Füße tritt, da achtet er nicht wirklich drauf. Da sollte er mal drauf achten. I think we are okay. The exhibition, what can you say? It was not boring, huh? That, it was not. Venus, where you at? To test people, push them. I thought I was a fraud, a no talent brush washer. Now I'm not sure. We provoke emotions, no? You keep provoking emotions like that, and all your canvases left punch holes through. I told you I was a whole ass. Whole ass. And you are. Now maybe go be an asshole somewhere else for a while. Ah, here we are. I know a lady over here. She may let me stay for a while. Good luck. Mal wieder bei einer Dame. It will be worth something someday. I can feel it. Perhaps. Right now seems like the only thing it'll get me is kicking the balls. Oh, you are funny, you know. I hope to see you again sometime. My angel, my little bird, it's me.